Das sieht so absurd aus. Ja, ne, ich bin auch mal sehr kritisch an der 64-Graphic. Melee ist nur 2 Jahre älter, guck dir an, wie geil das aussieht. Nee, das war auch eine andere Konsole. Ja, ja, schon, aber trotzdem, du guckst Donkey Kongs Model an. Ja, und 99 erst. Das war ziemlich gegen Ende. Aber das war ja auch nur ein Prototyp eigentlich von Anfang an. Dann haben die einfach nur Mario-Charaktere eingefügt und das war's. Was haben die eigentlich für Mario Kart? Ja, also die Mario Charaktere. Das war eigentlich, glaube ich, kein Mario-Spiel geeignet. Aber ja, das war so Wireframe als erstes. Aber ja, wenn man sich so Donkey Kong guckt, ist schon uff. Witzig, wenn man mein Ding war, das Modell in 64 und dann Ocarina of Time vergleicht, das kommt besser an. Ja, ist besser in Time oder? Ja, Link habe ich nicht so gut im Kopf, weil den niemand spielt. Aber man kann ja jetzt, es gibt jetzt ein Ocarina of Time Port, das wurde ja dekompiliert, schon fertig. Oh shit, echt? Ja. Ich dachte, es vorne, welchen ist da? Auf PC. Also, man kann jetzt portieren, weil das halt dekompiliert wurde. Was da ein Deep Lore? Allerdings, oder? Ich weiß nicht, hat irgendjemand was für die Lore gemacht? Ich glaube nicht. Hat jetzt was für die Lore gemacht von Smash? Diese Masterhand und so ein Shit? Ja, ja. Oder diese Option? Galeem und so. Bei Galeem meine ich auch einfach nur Tabu. Ja, es waren doch auch 2 Charaktere. Galeem und. Mit der Doom Darkrai oder so. Darkrai. Pokémon. Oder für Dark. Tabu ist gar nicht. Ultimate, oder? Doch. Oder? Was? Es gibt ja diese. Es gibt ein Ball, was wir gerade mal zurück auf dieser wieder eine Roboter auf dem Sanctuary. Spirit. Kein Hyperser, oder? Also ein Spirit mindestens ist Tabu. Aber ich dachte. Nee, stimmt, da würde ich mich mal erinnern. Nee, ich glaube es dann. Was schade. Ich erinnere mich nicht. Ich würde Story-Mode, der ist viel zu lang und langweilig. Ja, Ultimate hat so einen weirden Story-Mode. Das ist nicht wirklich Story. Das ist einfach nur so klein. Alter. Ja, und das sind 3 Cutscenes oder so. Das sind einfach diese Bulletin-Board-Dinge. Ja, ja, nur halt linear. Ja. Also die Spirit-Fights können schon lustig sein, irgendwie sagen, okay, lustig, die haben es gut übertragen. Aber ich vermisse halt diesen Brawl. Das ist das beste, der war okay, der war so geil, Alter. Vor allem mit Project M ist so geil. Hat der auch einen oder was? Nee, man kann das mit Project M spielen. Ach so, oh mein Gott, was? Da kann man halt Brave Dash und so alles. Ja, eben. Ich wollte mal Subspace speedrunnen, aber ich bin nur so bis zur Hälfte der Level gekommen. Der ist auch ganz schön lang, aber ja. Jedes Ding hat einfach jedes Level einfach 2 Cutscenes so. Und, oh mein Gott, das ist so eine Liebe. Ich bin nur sad, dass Pummel auf mich dabei ist. Ich habe mal gesehen von Fuzziness Melee Speedrun, hier gegessen ist, die Event Matches. Oh. Einfach immer Puff. Oh, Wrestler. Ja. Und da voll noch Schein, wenn du ganz viele kleine hast. Oh. Let's go, Soyboy! Jawohl! Crouch cancel, down smash! Wer wollte du? Soyboy! Unser Crew-Hero hier. Ganz ruhig DTM. Wie viel? Aber das wird eine hohe Spiel. Mann, ich will nicht gegen Dennis spielen. Okay, back to the game. Aber Commentator. Ja, ich mache auch selber. Magic mit einem Strong and Start. Ich muss Loser von Le Fusey haben wollen. Der wählt Yoshis als Counterpick gegen Mars. Der ist doch immer nur im Stream, das ist doch nur so Zuschauer, oder? Ja, das ist sehr punishable. Der ist, glaube ich, auch gerade nur im Twitch-Chat. Erstmal, du musst predicten, dass dein Gegner eine Attacke in deine Richtung macht und dann trifft. Oh mein Gott! Und wenn du den. Wenn dein Gegner dich nicht angreift, die Zeit kann er halt Upsmash-Chargen. Du bist bei 40% tot. Arthur hat einfach zu viele gute Optionen, die er stattdessen benutzen kann. Würdest du sagen, Jojo ist ein Ding? Und der scaled sogar. Also Ultimate sind Counter ja okay, weil wenn du einen Smash-Attack counterst, dann fliegt der Gegner auch umso härter weg. Aber in Melee ist Set Knockback für Marv.
Das ist halt wirklich so ein. Man musste gerade predicten. Du kannst eigentlich schon Downbeer ist einfach nur ein Gimmick. Was man ist ganz selten mal machen kann. Jetzt gibt es so eine Smash-Documentary, da hat er 2009 abgezogen, nachdem er das Game fast nur damit gewonnen hat. Weil der Gegner nicht anfangen musste, was er dagegen machen soll. Oder so, ja, ich lerne jetzt Chinesisch aber in 10 Jahren. Heute kann man es nicht mehr bringen. Ja, ja, sehe ich schon. Also kannst du dich nicht darauf verlassen, wirklich, dass der Gegner nicht angreift. Sichere Sachen, man hat so viele sichere Approaches und so. Der braucht dann die wirklich gar nicht. Richtige Lutschmesse. Selbst wenn du gerade gekommen wirst, ist es viel besser. Weißt du, die Forward Air kommt Frame 4 aus. Die hat Frame 4 oben in der Hitbox. Neutral Air, ja, 5 oder 4? Keine Ahnung, ich bin nicht so ein Data. Relativ früh. Ich spiele einfach aber ziemlich kleiner PDS. Ich bin Casual-Spieler. True. Was denn die beiden hier? Bei den 13 Zellen. Ja, also es wäre dumm als Macht, damit zu machen, außer in Fringe Situations, wo du wirklich in deinem Gegner Kopf bist und ihn demütigen willst. Ja. Und Jojo kommt auch so gut. Der ist im Neutral nicht so gut. Dann musst du gegen nichts Kampf spielen. Oha. Die haben mich jetzt in die Tür eingetragen, da habe ich danach die Kampf. Du musst gegen Animal Right spielen. Was meinst du mit dem Outcome? Nee, das war andersrum. Ich glaube, Jungle hat gewonnen. Oder Jungle hat gewonnen, ne? Gegen wen? Gegen Animal. Animal Rights? Das weiß ich. Hat er doch gesagt, ne? Ja, aber das hängt. Es war halt nach 19:30 Uhr. Kannst du dir vorher schreiben. Und dann ist es auch fertig. Oh, nice. Flashback Red. Okay, last stock. Geht ja auf Stage, aber in guter Recovery. Gut Recovery auf die Plattform. Oh, und der Schall trifft. Oh, der kommt aber zurück. Er kann ihn nicht gleich schnell wegnehmen. Ja, ja, das kann ganz so gut. Erstmal, ich hätte auch ein Tipper sein können. Man muss erst vorsichtig sein, jeder Neutral Air, jeder weg, er schickt ihn auf Stage, das könnte es gut sein. Man hat nicht so gut mit dem Kader. Gerade den Winkel. Du hättest jetzt immer noch tun können, nachdem du hier, also nachdem wir schon das Outing-Call hast. Ja, eins. Das ist bloß so schwer. Jetzt gehen wir auf Neuwolfs-Cup an. Und das ist natürlich. Der läuft deine Fahrt. Geht ja ziemlich schnell. So gut ist voll bei der Runde. Aber auch so ist der Fall mit der Map. Aber es ist halt jetzt für Hallo 9. Wenn Marv. Oh, okay, das war der. Wenn Marv nicht Shake Girl kann, ist er nur noch so eine gute Stage. Wenn Marv nicht Shake Girl kann, ist er nur noch so eine gute Stage. Bei Marv durch Plattformen hat der Easy mit seinem Schwert verloren. Nee, das Problem ist halt, man spielt halt dann Marv auch ganz anders. Man muss halt ziemlich viel auf dem Boden bleiben. Und Check Chasing mal jetzt. Ja. Ja. Oh, das ist die Kanassi-Down-Special. Jetzt kommt. Jawohl. Oh, das war gerade gekommen. Das kann er. Ja, aber. Fox ohne Plattform. Ja, sonst könnte man ja nach eben. Ja, I guess, er kann ja Luft verfolgen und so, aber. Er kann gut landen. Nee, besser als Marv. Weil er es gut verzögern kann, den Fastball oder was auch immer. Flache Kombos kann Fox auch sehr gut, deswegen weiß ich nicht, ob es so viel besser ist gemacht. Ich meine, das ist ja nicht so schlimm. Aber allein die Grabs. Also, er muss Grabs ins Haus setzen. Und das Ground Game von Marv. Marv hat nicht so gut in der Luft, da hast du recht. Sein Dash Dance ist extrem gut, geht extrem weit. Oh, ich glaube nur Falcons ist besser. Ja, schief. Ja, jawohl. Aber bei Dash Dance? Hä? Dash-Dance ist halt mal so die Sache. Ja, von Marv ist auch sick. Das war sein Dash-Back ist mal insane, weil seine Beine also kann nicht gegrabt werden schon mal. Oh. Ich finde es jetzt nicht schlimm, ich finde auch so eine Runde.
Und zwei Abwehrs machen es. Und damit steht es 1 zu 1. Boah, du musst mal Dennis jetzt die ganze Zeit nur Timer auf so oft passen. So Lord, Lord 8 Box. Erster Chat. Fluent Coding. Fluent Coding. Achso, ja, okay. Es gibt Cases, da ist Downbeat wirklich sehr gut. Hast du recht. Ja. Gerade gegen Fox mit dem Edge Gun. Da musst du schon sehr gut die Edge rein, um da sich zu treffen. Es geht bei einigen Stages, Pokémon oder Battlefield natürlich nicht. Aber so in Neutral, also in den meisten Situationen. Am Anfang eine bessere Option, aber beim Edge Gun ist es. Gegen Hannover Boy, Zettel spielt, wird danach gesagt, oh, natürlich geht, nicht leider. Komm mal zurück, schade eigentlich. Aber Gaming. Nimm so viel Zeit wieder raus. Oh, hier ist ja hier ein Gaming, oder? Ja. Gegamed? Oh, oh nein, das ist es! Oh, das ist Downbeat! Fuck! Und da ist sie dann, okay. Mit einer Downbeat-Kill. Wirklich? Nee, aber das kannst du ja direkt nicht. Das kannst du im Coding nicht. Das habe ich gerade auch gesagt und er war die ganze Zeit, oh, ja, aber ich wollte ja vorher, aber hab dann doch vergessen. Ja, aber kein Boxen. Ja, so, würde ich auch sagen, aber. Ja, das halt so. Aber er hat jetzt halt über das gebeten, dass wir nicht eintragen. Wenn man es also, man streamt halt nicht, weil es also, will ja dann wieder keiner sehen oder so. Hey, das wird. Fünf Timeout, ne? Elfbach gegen Lob. Ja, ja. Ein 40-Minuten-Set. Er hat sogar verloren, ne? Aber die Diskussion danach ist so cool. Ich glaube, wir tragen das jetzt einfach so ein und dann sagen wir, sorry, aber dann... Ja, für sich auch. Das ist jetzt mein Entscheid. Das ist nicht weder... Weil er hat dann auch... Gesagt, aber es ist ja nicht seine Entscheidung oder seine Entscheidung, sondern die vom CO. Tut mir leid, Office. Schnell, das passt negativ. Nice, sehr gut. Da kannst du morgen auch wieder raus, ja? Schon wieder 7 Tage her. Sehr schön. Das ist so komisch, dass es jetzt 7 Tage ist. Schon ein Schreiben vom Gesundheitsamt bekommen? Oder Anruf? Mann, wir rufen wieder Leute an. Ja, ich hab das. 13 VQ, ja. Das passt doch. Das haben alle eingetragen. Aber die Frage. Unsere Ermittler haben es zu wenig zu tun, deswegen machen wir zum Teil wieder voll damit. Kannst du das nicht sehen? Da haben wir sehr viele alte Fälle, die nicht gekriegt sind. Jojo. Niemand bekommt mehr Schreiben auf Gesundheit. Der hat gerade den EQ, der ist eigentlich der Baum. Jojo. Ja, und komplett. So, ja, gleich. Als einzige verantwortlich für den Papier bei mir in Deutschland. Dass du diese Person schreiben, wie sie kommt. Da hat sie die Q. Ich glaube, du musst das Set nochmal. Ja. Neu starten. Na, Reset-Match. Heide ist sowieso krank, sie kriegt Wave Dash hin, Alter. Ja, Mann, Heide Wave Dash nicht. Heide Wave, ne? Ja, ja. Heide Wave Dash. Heide Dash. Oh, Zombie. Der Teufel. Der Teufel kann Wave Dash. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ist das Jigglypuff oder? Ja, Jigglypuff ist nicht so nötig. Ich glaube, der Teufel ist ein richtig cracked ja, Fox sein. Du hast 3-0 gegen Zombie. Ja. Gut, wie lange. Oh. Ja. Kann man hier Notizen machen? Nee. Ist das Game viel lauter als cool, wenn man einfach Notizen machen kann. Ja. Warten, wenn irgendwas am Audio nicht stimmt, dann sagt man es halt. Wer findet das doch nicht? Hä? Ich hab nur den Eisbücher auf. Sie ist einfach nur am Humble Dragon. Ja. Ja, oben rechts sind 2 Spieler mehr noch zu sehen. Wir werden hier objectified, voll schlimm in der Sprechcommunity.
Okay. Oh. Okay. Oh mein Gott. Jojo ist eine Maschine. Oh. Oh. Halb Mensch, halb Maschine. Halb Mensch, halb Maschine. Jojo-Maschine 777. Oh. Aber hätte ich gesagt, oh mein Gott. Hätte ich gesagt, es ist nicht vorbei. Also. Oh! Oh, Inks. Oh, Rage. One Code and Rage. Ein Maschinen-Quit auch war das. That's not a Rage Quit. I mean, yeah, it was over. But well, yeah. I mean, it was brain perfect after that. That was great. Winner von Just out of its time.